Mit der Reformation in Deutschland hat sich eine eigenständige evangelische Gottesdienstform entwickelt. Allerdings ist der heutige Gottesdienst weit entfernt von der ursprünglichen Luthermesse im 16. Jahrhundert. Der Freiburger Musikwissenschaftler Konrad Küster wollte sehen, wie die Luthermesse wirklich war. Auf der Suche nach Belegen für die frühe protestantische Liturgie ist er in Dänemark fündig geworden. Dort war das Luthertum Staatsreligion. Für Riebe hat der spätere Bischof Peter Hegelund im 16. Jahrhundert zusammengestellt, welche Musik im neuen lutherischen Gottesdienst einen Platz hatte. Dadurch wurde belegt, dass Luther einen Bruch mit der Tradition nicht wollte. Der Gedanke der Reformation, so wie wir ihn kennen, das ist eigentlich ein relativ junger Gedanke. Dass man gesagt hat, da ist irgendwann ein Schnitt gemacht worden und 1517 der Thesenanschlag, das ist so, wie wenn man einen Schalter rumlegt oder so. So ist das Ganze ja nicht gewesen. Deswegen ist ganz klar, dass Luther nur an den Punkten Änderungen vornahm, an denen ihm das sozusagen contre coeur ging. Und das war gar nicht der Fall mit dem gregorianischen Choral. Der war seit dem Frühmittelalter mit biblischen Texten versehen. Und er sagte, die alten Gesänge, die sind fast gut, weil sie ja alle aus der Bibel genommen sind. Der im 16. Jahrhundert bereits über 800 Jahre alte gregorianische Choral wurde also in die Luthermesse übernommen. In der Festtagsmesse von Marie Lichtmess aus dem Jahre 1546 sind zudem mehrstimmige Werke zu hören gewesen. Im Bremer Dom hat Konrad Küster die rekonstruierte Messe anlässlich des Lutherjahres aufführen lassen. Dass ein Vokalensemble allein gesungen hat, entspricht dem historischen Vorbild. Luther wollte Profis singen hören. Dieser Gedanke, dass Luther da ganz viel mit Gemeindelied oder so neu gemacht habe, der ist im Grunde genommen erst im 18. Jahrhundert wirklich geäußert worden. Wenn man genauer hinguckt, dann haben auch diejenigen, die diese Position letztlich durchdrückten, in ihrer Kindheit erlebt, dass man Jahr aus Jahr einem Gottesdienst gerade mal 8 Lieder sang. Die meisten dieser 8 Gemeindelieder wurden jeden Sonntag gesungen. Der weitere Gesang kam aber vor allem aus dem Altarraum. Das Speisopfer Juda und Jerusalem. In den Gottesdiensten waren vor allem Vorsänger und der Pfarrer zu hören. Das im Unterschied zu heute aber ausgiebig. Der Unterschied ist radikal. Im Grunde genommen, wenn man sich eine Messe der Lutherzeit, so wie Luther sie gefeiert hat, vorstellt, dann wird darin alles gesungen. Es werden auch die Schriftlesungen auf Deutsch gesungen, das ist Sprechgesang. Es werden die Gebete gesungen. Sozusagen das Schockerlebnis ist, die Predigt wird gesprochen. Luther machte keinen Hehl daraus, dass für ihn der Glaube um vieles wichtiger war als der Gottesdienst. Selbst die Musik rangierte vor dem Gottesdienst. Der Grund dafür war, dass man mit der Musik Gott für die Kreuzestat loben konnte. Dadurch, dass die Musik auf die Ewigkeit verweist, hat sie einen ganz anderen Stellenwert. Gott ist ewig. Das Lob Gottes muss genauso ewig sein. Deswegen bleibt die Musik ewig bestehen. Die Musik wird es ewig geben, denn die braucht man zum Lob des ewigen Gottes. Und das ist mit einer der Gedanken, die die lutherische Rechtfertigungslehre begleitet haben.